Ein weiterer relevanter Punkt, der sich auf die Rücksteuerintensität auswirkt, basiert darauf, dass wir es bei SAR-Systemen immer mit Seitensichtsystemen zu tun haben. Das heißt, die Antenne strahlt nicht senkrecht nach unten aus, sondern immer seitlich. Also das ist die Konfiguration, die folgendermaßen aussieht. Wir haben hier die Radarantenne und diese Radarantenne bestrahlt in der Regel ein Gebiet seitlich unterhalb der Antenne. Dadurch bekommen wir unterschiedliche Effekte zustande. Einerseits haben wir ja beleuchtete Gebiete oder mit Mikrowellen bestrahlte Gebiete, die sich nahe des Sensors befinden. Also wenn wir jetzt hier eine Lotlinie eintragen würden, hätten wir nahe des Sensors ein Gebiet, was sich im Englischen als Close Range bezeichnet. Und im Gegensatz dazu ein Gebiet weiter weg vom Sensor, also dort, wo auch die Radarstrahlung wesentlich flacher auftritt, was sich Far Range nennt. Also Close bzw. auch Near Range und in dem Falle Far Range. Diese Effekte spiegeln sich natürlich im Radarbild wider. Und um diese Effekte besser beschreiben zu können, werden in der Regel Winkel definiert, die im Wesentlichen ja, zwei unterschiedliche Systemcharakteristika definieren, beziehungsweise zwei unterschiedliche Winkel stehen ja zur Verfügung. Das eine ist der sogenannte Look Angle, also der Winkel zwischen einfallender Radarstrahlung und dem Lot unter der Radarantenne. Und der andere ist der sogenannte lokale Einfallswinkel. Der lokale Einfallswinkel ist der Winkel zwischen Geländenormaler. In dem Fall haben wir ein flaches Gelände. Das heißt, unsere Geländenormale steht auch genau senkrecht und einfallender Radarstrahlung. Und dieser Winkel hier wäre der sogenannte lokale Einfallswinkel. Jetzt ist es generell so, dass bei flachem Gelände in Far Range der lokale Einfallswinkel größer wird und im flachen Gelände in Near Range der lokale Einfallswinkel kleiner wird. Was hat das jetzt für Bewandtnisse auf unser Bild, auf unser ja, Amplitudenbild, wenn wir uns die Helligkeitswerte anschauen? Und zwar gibt es zwei unterschiedliche ja, Auswirkungen, die wir hier auch unterscheiden müssen, die auch unterschiedliche Effekte verursachen können. Das eine ist, dass die Streuprozesse tatsächlich variieren können, beziehungsweise aufgrund eines bestimmten Streuprozesses unterschiedliche Rückstreuintensitäten zustande kommen können. Im Near-Range-Bereich beispielsweise ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit bei Oberflächenstreuung, dass ich relativ einen hohen Energieanteil zurück zur Antenne habe, sehr viel größer ist als in Far Range. Ja? Oberflächenstreuung hat ja oft auch eine sehr hohe spiegelnde Komponente. Das heißt, in Far Range wird ein großer Anteil der Streuung einfach weggestreut werden vom Sensor und nur ein ziemlich geringer Anteil geht zum Sensor zurück, während in Near Range die Komponente, die vom Sensor weggestreut wird, vielleicht schon deutlich kleiner ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es doch direkt auf dem Weg der einfallenden Streuung zurück zum Sensor gelangt, deutlich größer ist. Das sieht man relativ häufig bei Aufnahmen über Meeresoberflächen, insbesondere dann, wenn die Meeresoberflächen leicht rau sind, also nicht vollkommen glatt, sondern leicht rau, eine ja, leichte Wellenbewegung auf dem Meer stattgefunden hat. Dann hat man ganz oft den Fall, dass im Near-Range-Bereich die Rücksteuerintensität sehr hoch ist, also die Pixel teilweise sogar überstrahlt aussehen und das im Far Range nicht. Im Gegensatz dazu steht die Volumenstreuung. Die Volumenstreuung ist mehr oder weniger unabhängig vom lokalen Einfallswinkel. Also ein klassisches Beispiel wäre hier wiederum der Wald und eine große Wellenlänge, also eine ordentliche Eindringtiefe in den Wald. Und dadurch bekommen wir ja nahezu eine Unabhängigkeit vom Look Angle bzw. vom Local Incidence Angle.
Der zweite Punkt, den wir hier berücksichtigen müssen, ist die unterschiedliche geometrische Auflösung in Near Range und in Far Range. Sprich, die Pixelauflösung ist in Near Range ganz anders als in Far Range. Und zwar ist ein Pixel in Near Range viel größer, was die Range-Auflösung angeht. Das heißt, die Fläche, dieses A in der Radargleichung, ist hier auch wesentlich größer. Und wenn ich das nicht korrigiere, indem ich beispielsweise Gamma-Null-Werte berechne, habe ich diesen Effekt ebenso in den SAR-Daten enthalten. Das heißt, selbst für Flächen, die Volumenstreuung erzeugen, also eigentlich vom Streuprozess her nahezu unabhängig vom Einfallswinkelbereich sind, selbst für diese Flächen hätte ich mit zunehmender Entfernung vom Sensor von Near Range zu Far Range eine abnehmende Rückstreuintensität. Dies ist beispielsweise bei Sigma 0 der Fall. Ich kann aber eben diesen Effekt korrigieren bzw. meine Werte als Gamma 0 Werte berechnen. Das ist schlicht und einfach eine andere Geometrie. Und diesen Effekt zumindest korrigieren. Ja, in diesem Beispielsbild haben wir es jetzt mit einem ganz flachen Gelände zu tun. Das ist natürlich unrealistisch. Im Regelfall wird zumindest etwas Topografie, etwas Relief im Radardatensatz vorhanden sein. Und dementsprechend haben wir die Effekte, die durch unterschiedliche Streuprozesse oder auch unterschiedliche Pixelauflösungen zustande kommen können, im Datensatz immer noch drin, verursacht durch Topografie, durch topografische Unterschiede. Auch das kann eben möglich sein. Und zumindest die Unterschiede, die durch unterschiedliche geometrische Auflösungen, die eben durch die Topografie zustande kommen können, in den Datensätzen enthalten sind, diese Unterschiede lassen sich, sofern ein digitales Geländemodell zur Verfügung steht, ebenso korrigieren. Und mittlerweile sind wir ja auch in der glücklichen Lage, global digitale Geländemodelle zur Verfügung zu haben. Ja, also SRTM war ja die erste globale Mission, aber mit TerraX, Tandem X steht ein weiteres globales, jetzt wirklich globales Geländemodell zur Verfügung. Also letzten Endes ist es eben möglich, diese Effekte, die für die allermeisten Anwendungen ja auch ungewünscht sind, zu korrigieren. Ja, zusammengefasst bekommen wir Intensitätsunterschiede, die durch unterschiedliche Einfallswinkel zustande kommen können oder unterschiedliche lokale Einfallswinkel, wenn wir Topografie im Gelände haben oder Topografie in unserer Aufnahme haben. Und diese Helligkeitsunterschiede basieren auf unterschiedlichen Streuprozessen durch unterschiedliche Einfallswinkel, aber auch durch unterschiedliche geometrische Auflösungen, unterschiedliche Range-Auflösungen. Den letzteren Effekt kann ich einfach korrigieren, wenn ich ein digitales Geländemodell zur Verfügung habe. Den anderen Effekt, unterschiedliche Streuprozesse zu korrigieren, ist etwas komplexer, aber mit den entsprechenden Algorithmen auch recht gut möglich.